Hallo, edle Vasallen. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Phalanx Streams mit Crusader Kings. Wir sind wieder in der Bretagne, beziehungsweise in Schottland unterwegs. Für mich ist die letzte Folge jetzt schon wieder ein paar Tage her, deswegen muss ich mir kurz einen Überblick verschaffen. Wir sind hier mit König Duncan von Schottland, ja, verbündet. Der hat im Bündnisfall ausgerufen. Wir mussten hochkommen zum Verteidigen. Und jetzt sind wir hier gerade mit unserer großen Armee dabei, da was einzunehmen. Beziehungsweise ich habe mich ja nur dran gehangen. Also ich kämpfe hier selber gar nicht rum. Was wir gut gemacht haben, ist die Tatsache, dass wir hier unseren einen Junior, der ist jetzt hinter Gittern und ich möchte da eigentlich kein Lösegeld zahlen. Denn wir wollten ja schauen, dass er hier unser Hauptsohn wird. Gerade sehe ich aber das Problem hier, sie scheint krank zu sein. Ja, sie hat Schwindsucht. Könnte sein, dass sie daran stirbt. Das müssen wir mal sehen. Dann wäre unser Bündnis auch hinfällig. Dann müssen wir uns ein neues suchen. Wobei der König von Schottland natürlich jetzt nicht unbedingt der schlechteste Bündnispartner ist. Und weitere Töchter hat er nicht. Also wäre das schade. Schokolade. Und sie brauchen natürlich auch noch eine ganze Weile, bis sie irgendwann mal Kinder bekommen kann. Ist also eh eigentlich eher nur ein Kriegsbündnis. Also wir müssen da eh schauen, dass wir zeitig dann eine neue Frau finden. Wäre vielleicht dann auch eine schöne Möglichkeit, aus diesem Bündnis rauszukommen. So, das jetzt hier ist unser Großer. Der ist gefangen genommen. Müssen wir mal schauen, was jetzt aus dem wird. Ja, Gefängniswärter ist er hier. Ja. Das, gut. Sagt mir jetzt nichts. Wen haben wir noch? Das hier ist unser Vasall gewesen, der ja gegen uns intrigiert hat. Und der ist jetzt Gott sei Dank, da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das können wir jetzt hier wegpacken. So, und dann lassen wir einfach mal laufen, würde ich sagen. Drehen wir mal ein bisschen hoch. Okay, mal sehen. So, jetzt kann ich schon mit meinen 13 Lämmen. Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben? Ich war euch immer ein treuer Vasall, doch ihr versteht sicher, dass ich eigene Untertanen haben. Dass ich eigene Untertanen haben. Habe. Meine derzeitige Bande sind äußerst streng. Ihr seid doch sicher klug genug, um zu erkennen, dass es weise wäre, ein wenig milder zu sein. Außerdem schuldet ihr mir etwas. So, es scheint, der hat ein Druckmittel. Es scheint, dass mir keine Wahl bleibt. Haben Prägerecht gewährt. Okay, ich weiß nicht, was er da jetzt von mir möchte. Ach so, er fordert jetzt. Ah. Ich glaube, er fordert jetzt hier. Was hat er denn jetzt eingefordert? Verstehe ich nicht. Aber mir fällt auch gerade auf. Achso, guck mal, wir sind verlobt mit so einer Siebenjährigen, ne? Das ist auch nicht so gut eigentlich. Ist aber eigentlich egal, weil das ist ja hier die uns hier dieses gute Bündnis da liefert. War es nicht so? Wer war das denn noch? Die Eltern. Ach, hier, guck mal, er. So. Genau. Von der Lausitz. Ja. Und, da. Hier, der bringt nämlich ordentlich Truppen mit. So war es nämlich. Sehr gut. Deswegen haben wir es gemacht. Wir haben ja eh schon abgeschlossen. Wir brauchen eigentlich keine Frau mehr, außer vielleicht für unseren Rat. Aber das ist jetzt... Ja. Ist okay. Kriegen wir auch so hin. So. Er soll die Forschung voranbringen. Genau, das macht er richtig. Was haben wir hier noch laufen? Ränkespiel. Achso, wir beeinflussen irgendeinen König. Von Frankreich, genau, wir wollen Freund werden mit dem, so war das. Ja, ich erinnere mich. Fraktion gegen uns. Sie kann nicht. Ja, das sieht doch gut aus erstmal so. Ich hatte das nicht mehr so im Kopf, ja. Aber das sieht ganz okay aus. Was haben wir hier? Ihr seid verschuldet. Wir sind verschuldet. Ja, ich weiß nicht mehr warum. Durch den Krieg oder irgendwas? Achso, guck mal hier. Der erwartet einen Ratsposten. Ach, der ist wieder frei, oder was? Stimmt. Dann muss ich mir was mit dem überlegen. Der nervt.
Wieso ist der wieder frei? Ah, das wird nichts. Der erwartet einen Ratsposten. Unser Sohn sollte ausgelöst werden. Nee, das will ich nicht. Wir können ein Bündnis mit unserem Neffen machen. Der will aber nicht. Gut, egal. Der bringt auch nur 500 Mannequin mit. Das können wir uns alle sparen. Okay. Gut, wir sind verschuldet. Ja, das sollte dann aber gleich wieder laufen, hoffe ich. Denn wir sind ja eigentlich gut im Plus. Jetzt gerade ist natürlich Krieg. Das heißt, wir verlieren nochmal ein bisschen was. Aber eigentlich stehen wir gut da. So, jetzt hauen wir eben hier oben auf die Mütze. Haben wir das jetzt eingenommen hier? Guck mal, der läuft weg. Der Feige. Der feige Feigling. So, was haben wir hier? Eine Geschichte am Lagerfeuer. Kommt näher. Ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Sagt mein Sohn Brient. Und winkt mich ans Lagerfeuer rüber. Es ist folgende Geschichte. Sanka, mein Ehepartner, starb in Gefangenschaft. Ja, meine Bekanntschaft. Achso. Brent sieht einen Mundschenk, der etwas zu trinken eingeschenkt, und setzt die Geschichte fort, während die Flammen des Lagerfeuers im Himmel hoch lecken. Liebhell, denkt an die Moral der Geschichte. Der Tod kommt uns alle holen. Also sorgt dafür, dass er sich erst eure Feinde holt, bevor er euch holt. Was für eine Geschichte, Brent. Vielen Dank. Wir erhöhen unser Ränkespiel. Ihr kommt eurer Freundschaft mit Brent. Okay, dann nehmen wir lieber das. Und wir verlieren Anspannung. Das ist wichtig für uns. Wir sind immer sehr angespannt. So. Der hat schon wieder eine Fraktion gestartet. Der Affe. Er will das. Er will Ärger. Das ist einfach so. Der braucht aufs Maul. Ich sag's euch. Ich sage es euch schon die ganze Zeit. Der Typ möchte auf den Sack haben. Er kann nicht anders. Er kann einfach nicht anders. Er braucht aufs Maul. So, und ich weiß nicht, wie das mit ihm laufen wird. Aber ihn hat er ja auch die ganze Zeit unterjocht. Vielleicht kann man sich mit ihm gut halten, dann fängt er vielleicht gar nicht erst an. Was haben wir hier alles? Denunzieren, was würde das bringen? Erhält Eigenschaft denunziert. Wir dürfen ihn dann einkerkern. Tja. Also ich sag mal, so könnte man ihn auch wegbekommen, ja. Okay, das ist natürlich jetzt hier nicht so gut. Tyrannei wollen wir nicht. Wir wollen ja gut dabei rauskommen. Und der hat schon das Prägerecht. Also, der muss eigentlich weg. Der muss eigentlich weg. Was mir auch wichtig ist, dass hier endlich mal das Ding vorbei ist. Gefährlich Fraktion. An den empfindsamen Herzog Höhe von Bretagne, ich fordere euch auf, unser Bündnis zu
Ehren. Krieg gegen Anspruch von Prinz Almas. Okay. Heiliges Römisches Reich anzuschließen. Na, da geht's auch weiter. Das ist der nächste Krieg dann schon wieder. Wie sieht es denn da so aus? Vier, ein, zwei, vier, vier. Okay. Bei Ablehnung. So, wie sieht's denn hier aus? Schlecht vom... Ach nee, guck mal, sieht gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Aber natürlich nur, wenn ich mit allen hingehe, ne? Sieg in der Schlacht von Ross. Hat's den zerlegt jetzt hier? Nee. Details mal angucken. Na gut. Die Ausbildung endet. Mein Mittel Prinzessin Katharine. Ja. Ist nun erwachsen und ist in der Zeit, Obhut zu verlassen. Von Geburt an zeigt Katharine einen Hang zur Verwaltung, sodass einige überraschen, dass es wenig überraschend ist, dass sie es beim Studium der Verwaltung eines Reichs weit gebracht hat. Sie zeigt ein gründliches Verständnis der Ströme von Gold und Menschen im Reich. Und sie legt auch eine bemerkenswerte Kreativität im Umgang mit derlei Dingen an den Tag. Ist doch schön, ne? Freut mich. Alles Gute. War schön mit dir. Ja, es wird Zeit, dass der da oben jetzt Belagerung gewonnen. So, jetzt müssen wir mal schauen, können wir noch Truppen ausheben? Wir haben doch, glaube ich, nicht alles ausgehoben, oder? War das nicht so? Wo findet das denn hier drüben statt? So. Wem, wo müssen wir denn da hin? Rot ist der Feind, blau sind die eigenen. Was können wir denn da noch ausheben? Oder haben wir schon alles ausgehoben? Ich glaube, wir haben schon alles ausgehoben, ne? Das sind unsere Leute da oben. 1200, ist das korrekt? 1300. Eigentlich. Alle Armeen ausheben. Mal gucken, was da noch rumkommt. 24. Ja gut, die können wir uns sparen. So, hier geht es jetzt Schlag auf Schlag. Beeinflussung, religiöse Überzeugung. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, König Hugues in Einklang mit meinen Interessen zu bringen. Mit den passenden Argumenten bin ich womöglich in der Lage, ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht nur meinen eigenen Interessen handle, sondern auch im Interesse eines höheren Wesens. Herr, der Herr selbst. Jawohl. Ich glaube, ich kann sehr überzeugende Argumente vorbringen. Erfolgschance 52% oder vielleicht sollte ich mich diplomatische Nettigkeiten halten. Okay, also im schlimmsten Falle verliere ich einfach nur Prestige. Aber ich habe die Chance, sogar was zu gewinnen. Dann nehmen wir das. Ihr habt eingesetzt, also... Hat es nicht geklappt. Gut, so viel dazu. Freut mich. Schön. So, jetzt haben wir hier noch 24 Mannequin. Befehlshaber. Ah, guck mal, das ist doch interessant jetzt. Haben wir wieder eine neue Chance? Der Befehlshaber. Hallo. Wir möchten einen anderen Befehlshaber. Wir möchten nämlich hier diesen großartigen Vasallen von uns als Befehlshaber eintragen. Wo ist er denn? Ist er das? Nein. Achso, doch, das ist er tatsächlich schon. Das ist schon der Grausame. So, und ihn schicken wir jetzt hier richtig krass kämpfen. So, ihn schicken wir jetzt hier schön in die Schlacht gegen hier so ein krasses Heer. Guck mal da drüben hier. Oh, ist das nicht toll? Das machen wir. So, er wird doch wohl mal irgendwie sterben können.
So. Hat ein neues Bündnis geschlossen. Ist das gut? So, dann wird da jetzt mal hier gleich die Klopperei kommen. Ja, genau. So, endlich. Endlich mal die Klopperei. So, Showdown. Mit unserem Ramiro. Und das sieht ganz gut aus. Das sieht nicht nur ganz gut aus, das sieht auf jeden Fall gut aus. Prinz Donald der Schöne von Schottland ist gestorben. Oh, Bündnis ausgelaufen. So. Verbündeter Kombattant getötet. Witzig, dass hier Loch Lomond ist. Da. War ich selber schon mal. Also, gefangen genommen. Bran, Ratspitze von Herzog. Genau, der wurde gefangen genommen. Das haben wir gut gemacht. Dann ist hier der... Der Schöne ist gestorben. Wer ist denn da der Nächste in der Reihe? Das wird ja hier eventuell er sein. Vielleicht. Ist das wichtig? Hat das was mit uns zu tun? Ist das für uns wichtig? Nee, ich glaube nicht. An unserem Bündnis hat das scheinbar nichts geändert. So. Verbündeter des Feindes. Verbündeter des Feindes. Tritt dem Dingsbums bei dem Krieg. Kombattant getötet. Okay, das hatten wir schon, ne? Das können wir wegmachen. Wir sind dem Krieg beigetreten. Das haben wir auch schon weggemacht. Kleinkönig. Mhm. So. Also, wie sieht es denn jetzt hier überhaupt aus? Hier haben wir 8000 gegen 8000. Das ist recht ausgeglichen. Und hier haben wir... Oh, der hat jetzt sich noch Leute dazu geholt. Aber trotzdem sind sie noch unterlegen. Ich hoffe, das passt alles soweit. Wir müssen jetzt hier das Kriegsziel erledigen, damit das endlich mal vorwärts geht. Vielleicht sollte ich da selber nochmal schauen, dass ich mal was einnehme. Damit da mal die Prozente hochkommen. So. Hier gehen wir durch Feindgebiet. Da werden uns Sachen... Wir sind verschuldet. Okay, das müssen wir jetzt wegkriegen. Aber das ist natürlich in Kriegszeiten dann auch ein bisschen blöd. So, wie lange dauert das jetzt hier noch? 3 Monate. So, dann schauen wir uns das jetzt an. Jetzt hat das nicht geklappt. Diplomatie pro Rumstufe, das nehmen wir uns noch. So, jetzt haben wir hier das... Jetzt ist unsere Armee da kaputt gegangen, weil ich da durch bin und das nicht für voll genommen habe. Alles ausheben. Befehlshaber ist hier wieder der eine Spacko. So, und jetzt noch einmal gleich. Jetzt hoffe ich, dass hier mal ein paar dazukommen. Ja, wir sind verschuldet. Aber nicht mehr lange. Jetzt gleich sind wir raus aus den Schulden. Raus aus den Schulden mit Peter Zwegert oder Koji. Hier auf Phalanx Streams. Okay, Belagerung gewonnen. 27, zack, alles wieder I.O. So, dann haben wir einen Gefangenen gemacht. Eine unvernünftige Memme. Okay, den behalten wir erstmal. Den kann man ja hinterher dann... So, jetzt geht's nämlich den hier an die Hauptstadt. So, was haben wir hier? Ein nettes Wort. Zufällig begegne ich Königin Mathilde. Und zu meiner Überraschung scheint sie nicht sonderlich... viel
zu halten von meinem Freund Herzog Yu. Vielleicht sollte ich diese Gelegenheit nutzen, um ihre Meinung zu ändern. Lass mich euch eine Geschichte erzählen über Yu. Erfolgschance 75. Das sieht doch gut aus. Das machen wir. So, das hat geklappt. Und Yu ist jetzt ein super Kumpel von uns. Das läuft doch. Aber die sind doch alle krank aus. Leck mich am Bein. Alle mit Schwindsucht. Furchtbar. Bester Freund. So, was haben wir jetzt hier oben? Wir können Königin Mathilde den Krieg erklären. Okay, der Gefangene kann Lösegeld bringen. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Da warten wir noch. So, wie sieht es jetzt hier mit unserer Armee aus? Die ist noch nicht so gut. Militär. So, jetzt. Na dann. Neuer Versuch oder warten wir noch ein bisschen? Scheint noch hoch zu gehen. Herr steht. Okay. Gut. Dann schicken wir sie mal los. Erstmal hier so hin. So, hier oben hoffe ich, dass das jetzt mal vorwärts geht, damit die Leute frei werden. Der ist im Kerker gestorben, das heißt, das Lösegeld hat sich erledigt. Wir kontrollieren das jetzt. Kriegsziel ist sehr hoch jetzt, 82. Das wird wohl also am Ende was, schätze ich. Sieht gut aus. Ist schon wieder auf 59, weil wir wahrscheinlich wieder was verloren haben. Oh Mann, müssen wir erstmal wieder überall ein bisschen Ruhe reinbringen. Es ist gerade durch den Krieg sehr chaotisch. Und dadurch, dass er immer noch lebt, das ist uncool. Der ist immer noch im Kerker. Findet uns aber immer noch toll. Er liebt uns, 100%. Er weiß, dass wir uns kümmern. Hier passieren schon wieder Sachen. Gemeindekontrolle ist schon wieder niedrig. Deutlich, dass wir kein Geld hatten. So, dann greifen wir hier mal an. Mit unserer krassen Truppe. Nein, jetzt rennt er weg. Er braucht aber auch 100 Jahre, um da einfach mal hinzulaufen, ne? Mensch, Junge, ist das ein Gebirge oder was? Ach, guck mal, der stirbt direkt nur, weil er da... Wenn wir jetzt da rüberlaufen, wie ist das? Ja, dann wär's tot. Das kann man nicht machen. Können wir nicht machen. Wie sieht's aus mit der Belagerung? 21 Tage.
Belagerung gewonnen. Das heißt, wir haben wieder Geld, das ist gut. Wir holen gerade extrem viel Kohle und Gefangenen raus. Ich bin dafür, hier drauf zu gehen, aber das macht er ja schon wieder nicht. Jetzt geht er da außen rum irgendwo. Verfügbares Dynastievermächtnis. So, was können wir da machen? Also, was können wir... Oh, krass, wir können super viele machen. Toleranz, Neugier und tiefgehendes Verständnis für das, was uns angeht. Komplottstärke, nee, nee. Kriegskunst. Kampfgeschick. Ritter-Effektivität. Hochzeiten. Gesetze. Verschlagenheit. Blut. Chance auf Vererbung von guten vererblichen Eigenschaften. Das ist natürlich auch nice, ne? Da so richtig eine gute Dynastie ranzaubern, ne? Mit so richtig krassen Leuten. Ruhm. Sippe. Fruchtbarkeit und Anziehungsmeinung plus 5, das ist natürlich auch nicht schlecht, macht uns die Hochzeiten einfacher. Frömmigkeit. Sagen wir, wenn man den Papst zum Freund hat, ist es schon gut, ja? Ich würde aber tatsächlich auf Blut gehen. Wir machen mal Blut. Wir gehen auf Blut. Chance auf Vererbung von guten vererblichen Eigenschaften. Chance auf neue vererbliche Eigenschaften. Kosten 57 Bekanntheit. Okay. Los. So, das nächste kostet 1200. Und wir kriegen plus 1,4. Da müsste ich mir mal anschauen, wie man das steigern kann. Einfach dadurch, dass man seine Dynastie stärkt. Okay. Na gut, weiter geht's. So, hier müsste man jetzt mal einen Kampf stattfinden, damit der Junge mal auf die Mütze kriegt. Aber nicht mit 19 Mann, das klappt nicht. Im Auge behalten. Wenn die ins Grenzgebiet kommen, dann greifen wir an. An den empfindsamen Hul. Ich habe herausgefunden, dass Graf, der Grausame, ererbte Vasallenbände ihm auferlegten, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Es wird Zeit, dieses Unrecht richtig zu stellen. So. Unzufriedenheit beträgt 100%. Ich sag's euch, der muss weg. Ganz einfach. Oh. Das ist ein Feind ausgetreten aufgrund von Tod. Woran ist er gestorben? Oh. Woran ist er gestorben? Altersschwäche. Okay. Und ein neuer dazugekommen. Der Sohn wahrscheinlich. Ivanes kontrollieren wir jetzt. Okay, 80% wieder. Wir werden jetzt einfach die ganze Zeit Sachen erobert, um das Kriegsziel zu erfüllen. Wird auch langsam Zeit, tatsächlich. Euer Enkel kann von euch, kann einen Vormund. Wer soll denn der Vormund sein? Ich würde sagen, was ist denn das für ein Junge hier? Was kann der denn? Er ist reizend.
Er ist schon mal reizend und er hat ein Gespür für Krieg. Ansonsten sehr ausgeglichen. So, dann wäre es doch ganz gut, wenn wir da vielleicht den Ramiro nehmen. Würde ich sagen. Denn Ramiro ist auch ein guter und der wird sich sicherlich freuen, dass er das machen darf. Gucke an. So, an der Stelle ist auch schon die Folge zu Ende. Und ja, Kriegsgewimmel würde ich sie nennen. Und wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter und schauen mal, dass wir hier unseren Widersacher loswerden und dass hier oben das endlich mal zu Ende geht. Hier, wo ist es? Da, Schottland. Ne? Alles klar. Und ansonsten würde ich sagen, läuft das erstmal soweit ganz okay. Wir sind beim Ausbau. Ja. Und den Sohn, der muss noch irgendwie weg. Der lebt noch. Das, vielleicht kriegen wir da. Vielleicht können wir dem Geld zahlen, dass der den schlechter behandelt. Wichtig ist, dass der nicht stirbt. So, das, sonst ist der frei, glaube ich. Na gut, also, haut rein. Bis zum nächsten Mal.